Johanna Feinstöcker. Aber heute und hier ist Sarah Fischer natürlich mit 3 Goldmedaillen der unter 23 Es sind schon einige hundert da drinnen für Sie in diesem Kuvert. Und dann hat als nächster die Goldmedaille im Reichsbereich der Fürstheber Hamak Misakian. Hamo! Er ist der dritte im Bunde. Sargis Patirosian, der mit der Europameisterschaft seine Medaille insgesamt erreicht hat. Zu Sargis darf ich sagen, 2016 die Bronzemedaille, und nach dieser Bronzemedaille hat er gesagt gehabt, und da fehlt noch etwas. Und gesagt, was fehlt da noch? Es ist über 50 Jahre her, dass ein Österreicher Medaillen bei einer Europameisterschaft erreicht hat. Dann hat er gesagt, Silber und Gold fehlt noch. Ein Jahr drauf hat er die Silbermedaille erreicht und noch ein Jahr später, 2018, die Goldmedaille im Reißen und die Bronzemedaille im Zweikampf. Und heuer wieder eine Bronzemedaille im Reißen. Sag es mit 36 Jahren. Alles, alles Gute. Eine brutale Behandlung wird ihn auf die Bühne bringen. Heidi Neumacher war die letzte Athletin, die in den Adelstand der österreichischen Gewichtheberinnen aufgenommen wurde. Und heute gibt es wieder eine Athletin aufzunehmen. Liebes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, der österreichische Gewichtheberverband wurde 1890 gegründet. Und niemals in der Geschichte hat ein männliche Mitglieder so etwas erreicht wie Sarah Fischer. Nämlich 36 Medaillen bei internationalen Hauptkonferenzen. Und das hat Herbert Schanker und nicht Ex-Präsidio dazu veranlasst, hier heute und mit Ihnen, mit Ihrem stehenden Applaus, Sie in den Adelstand der österreichischen Gewichtheberinnen und Gewichtheber aufzunehmen. Sarah Fischer, Hall of Fame, österreichischer Gewichtheberverband. Liebe Sarah, ab heute ist es dir sicher mehr erwartet. Ich glaube, 135 wollte ich schon machen und 136 Stoßen. Neue österreichische Gruppe. Aber was du gezeigt hast in Tirana, als allerletzte Konkurrenz, Sie müssen sich das vorstellen, ich bin zu Hause vor dem Livestream gestanden, ich bin aufgestanden, als die österreichische Bundeshymne erklang, zum Abschluss einer Europameisterschaft. Das waren bewegende Momente, liebe Sarah, wir sind mächtig stolz auf dich. Alles Liebe, alles Gute. Gratuliere.